7 Milliarden Menschen, klimatische Veränderungen, steigende Nachfrage nach Nahrung und Energie. All das stellt die moderne Pflanzenzüchtung und Produktion vor Herausforderungen. Pflanzen sollen ertragreicher werden, aber zugleich ressourcenschonend gedeihen. Um resistentere Nutzpflanzen zu züchten, muss zuerst herausgefunden werden, wie zum Beispiel das Klima, die Beschaffenheit des Bodens oder Krankheiten auf die Pflanzen Einfluss nehmen. Wir haben also in Pflanzen in den letzten Jahrzehnten erheblich viel mehr gelernt über Genetik, über die Genetik von Pflanzen, über die Molekularbiologie von Pflanzen, über die Biochemie von Pflanzen. Wenn wir das aber, dieses ganze Wissen, übertragen wollen auf die wirkliche Produktionssituation draußen auf dem Feld, dann fehlt uns ein ganz entscheidender Schritt. Dann fehlt uns nämlich wie die Pflanze sich in einer Umwelt aufhält und mit dieser Umwelt entsprechend interagiert. Und dazu braucht man die Möglichkeit, quantitative Daten dazu erfassen, wie die Pflanze diese verschiedenen Umwelten erfasst, wie die Pflanze damit umgeht und wie die Pflanze entsprechend dann auch verschiedene Reaktionen darauf zeigt, wie sie Stressreaktoren darauf zeigt, wie sie auch ihre Architektur darauf reagiert. Und genau an dieser Stelle muss CropSense einsetzen. Die Entwicklung und der Einsatz von Sensoren, die die Auswirkungen von Umwelteinflüssen und Stressfaktoren messen können, sind die Aufgaben des Forschungsnetzwerks CropSenseNet. Dazu konzentriert sich das Netzwerk auf zwei Nutzpflanzen, Zuckerrübe und Gerste. Die Gerste steht als Modellpflanze für alle Getreidearten. Die unterscheiden sich, was den Phänotyp angeht, nicht so schrecklich voneinander. Das heißt, was wir für eine Gerste entwickeln, können wir später auch für Weizen oder Hafer oder Triticale zum Beispiel verwenden. Und die Zuckerrübe ist eine dicotyle Art. Die ist insofern unterschiedlich, dass uns interessierende Produkt steckt unter der Erde, was eine zusätzliche Herausforderung ist. Das heißt, wir wollen ja auch wissen, wie ist das Rübenwachstum, wie unterscheiden sich zum Beispiel verschiedene Rübenlinien im Feld. Als Stressfaktoren haben wir jetzt in Betracht gezogen, zum einen den Stickstoffmangel, einen Trockenstress, sowie dann biotische, also durch Pilzkrankheiten hervorgerufene Stressbelastung bei der Pflanze. Mit den Sensoren werden Fluoreszenzen erfasst. Das sind Energieemissionen, die bei der Photosynthese entstehen. Die Sensoren erzeugen ein Abbild der Fluoreszenz der Pflanze. Anhand der Bilder können die Pflanzen dann berührungslos untersucht und somit Stressfaktoren durch Krankheiten oder Umwelteinflüsse registriert werden. Für die landwirtschaftliche Praxis ist natürlich erstmal interessant, wie effizient, wie gut läuft eine Photosynthese unter wirklichen Feldbedingungen. Jetzt haben wir aber ein Messverfahren, was wir bis jetzt erst im Labor erprobt haben und im Labor wirklich gut etabliert haben. Und wir versuchen jetzt über drei Stationen erstmal hier unter kontrollierten Halbfeldbedingungen bei uns mit hochauflösenden Sensoren das Fluoreszenzsignal zu bestimmen, um dann später im Feld wirklich von so kleinen Hubsteigern, das sind so erhebbare Plattformen aus 10 Meter Höhe, es zu erfassen. Langfristig sollen große Felder mit vielen Pflanzen beobachtet werden. Hierfür benötigt man größere Messgeräte, die dann aus noch größeren Höhen mit dem Flugzeug oder sogar mit einem Satelliten zur Beobachtung der Pflanzen eingesetzt werden. Um die Untersuchungsmethoden vom Labor auf das Feld zu bringen, bedarf es eines Zusammenspiels verschiedener Fächer und Kompetenzen. Informatiker zum Beispiel entwickeln ein Datenbanksystem, in dem die Messungen an den Versuchspflanzen während ihrer Lebenszyklen erfasst werden. Die Interdisziplinarität ist ein wesentlicher Bestandteil von CropSenseNet. Die Idee, diese verschiedenen Disziplinen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, zusammenzubringen, um jetzt hier Sensorentwicklung und Sensordatenauswertung weiterzuentwickeln, die liegt dann irgendwo auf der Hand. Nur, dass die bislang nicht miteinander gesprochen oder nicht miteinander kooperiert haben, weil es noch an gemeinsamen Projekt fehlte. Und da kam eben die Idee zu dem CropSenseNet, diese unterschiedlichen Fähigkeiten jetzt in einem Netzwerkprojekt zu verbinden. Das heißt, wir haben hier eine ganz interessante Kombination und absolut notwendige Interaktion von verschiedenen Disziplinen. Wir haben die Züchter, die uns an den beiden Modellpflanzen Zuckerrübe und Gerste zeigen, wie man sowas praktisch umsetzen kann. Wir haben die Bodenkundler, die ganz wesentliche Informationen über die Umwelt beiliefern. Wir haben die Informationen von den Genetikern, von den Molekularbiologen, von den Biologen, wie die Pflanze funktioniert. Und wir haben die Technologen, die Informatiker und die neuen Technologien entwickeln, um dann in diesem kompletten Konsortium dann dazu beizutragen, dass man komplexe Merkmale, wie wir sie zukünftig brauchen, in Pflanzen züchten können und für die Produktion auch entsprechend einsetzen kann.
Wo steht CropSenseNet in 5 Jahren? Wir werden parallel voranschreiten müssen in der Technologieentwicklung und in der Pflanzenzüchtung, sodass wir dann tatsächlich auch in 5 Jahren neue Möglichkeiten haben der Technologie und aber auch schon erste Ansätze haben werden, die wir heute in die Züchtung reintragen, sodass neue Linien entstehen und wir die dann auch in den weiteren Prozess der Pflanzenzüchtung einfüttern können.